Und wir haben es immerhin bis hierhin eigentlich ganz gut geschafft. Und ich würde sagen, alles andere dann eben halt mit dem Segen des Skardobaums. Was läuft da unten rum? Ach, guck mal, da ist die andere Seite von dem Rod-Teil. Oder bis dahin kann ich wahrscheinlich nicht hinspringen, ne? Da oben habe ich auf jeden Fall jetzt gerade noch was gesehen. Was wäre denn der unten noch? Ist nur der eine Dude. Ich werde die Segen einfach instant nutzen, wenn ich in 3 Jahren wieder mit dem Hauptspiel durch bin. Auch wenn man Bock hat, dann geht das sogar echt fix. Ich habe das ja in, ich glaube, 40 Stunden ungefähr durchgespielt. Das geht voll klar. Oh, ein goldenes Horn. Nice. Das ist ein Gegner. Übrigens, ich habe herausgefunden, wenn man oben gedrückt hält auf dem Steuerkreuz, springt man bei seinen Zaubern zu dem ersten Zauber zurück. Das funktioniert auch mit den Items, dass man zum ersten Item zurückspringt in der Liste. Aua! Junge, chill. Warum brennt es hier von der Seite gerade? Ist das das dumme Ofengesicht gerade? Ich glaube ja. Ich glaube, das Ofengesicht wollte sich hier gerade in dem Kampf einfach mit einmischen. Gilt für jeden Item-Slot. Oh. Okay, aber nur für die Item, nicht für die Waffen-Slots. Waldbrandgefahr Stufe 5. Da kann ich gerne drauf verzichten. Was passiert eigentlich, wenn ich dem Ding in die Fresse schieße? Ah, aua! Junge, ich stand hier nur rum. Moment. Ich sehe dein Gesicht nicht. Ich glaube, ich lasse es auch. Wir haben genug mit dem rumgespielt. Jetzt eigentlich nur gucken, ob hier noch irgendwie was rumliegt. Hier von hier aus in den Kopf reinspringen? Ah, da ist noch ein Dogo, der da rumliegt. Der kann da gerne noch liegen bleiben. Ich gehe. So, können wir da hinten hinspringen? Wobei, ja, doch, doch, doch. Ha! Hingesprungen. Na? Nimm es mit. Tempel des großen Herrschers. Was macht es denn? Ich kann einen schweren Fäulnistopf machen. Hier sind eine Menge Gegner drin. Versuchen wir die mal nach und nach vorsichtig anzulocken. Ne? Komm her. Komm her. Vielleicht nicht in Schneckengeschwindigkeit. Oh Junge, meine Güte, meine Oma war schneller als du. Wie hat der nicht getroffen? Aua. Hm.
Meine Güte. Lässt du dich wenigstens anlocken? Ja. Ja. Komm hier raus. Komm hier raus. Lass uns spielen. Nice. Ist da noch einer drin gewesen, außer den beiden da hinten? Noch ein Stück. Noch ein Stück. Aber hier ist sonst nichts weiter. Kriege ich einen von euch rüber? Die habe ich jetzt getroffen, ne? Ja. Okay, der hat mich schon im Blick. Und kommt langsam auf mich zu. Und lässt sich gerne einfach treffen. Also. Okay. Wow. Der hatte auch keinen Bock mehr. Die sind blinder als die Metal Gear Solid 1 Soldaten. Was meint der? Geht der eher drauf oder kommt er bei mir an? Wow. Der hat sich einfach mal gar keine Mühe gegeben. Ist sonst noch einer hier außerdem da noch? Nee, sonst scheint hier keiner zu sein, ne? Aua! Oh, die haben gar nicht so viel Reichweite. Heißt, ich habe mehr Reichweite als du. Hast du so viel Reichweite? Ah, verdammt. Gerade so. Heißt aber, solange er nicht nach vorne kommt. Ich glaube doch, jetzt bewegt er sich wieder ein bisschen nach vorne. Die nicht auch so wieder Social Media machen, deswegen hat er nicht so viel Reichweite. Oh. Ach, schade. Der hat sich wieder heimlich nach vorne bewegt. Also schon smart von den Gegnern, halt immer so ein bisschen nach links und rechts zu gehen, um quasi dein automatisches Aiming so ein bisschen außer Kraft zu setzen. Weil du ja quasi nur dahin schießt, wo die gerade stehen und nicht, wo die hingehen. Also an sich nicht dumm, aber sobald du dann eh anfängst, frei zu zielen, ist es eh egal. Was ist das hier für ein Ding? Nichts, okay. Da sind noch welche. Aber hier nicht. Da noch ganz viele von denen. Und da hinten könnte es noch weitergehen. Ja, fast. Eigentlich umdrehen. Ob man die vergiften kann?
Habe ich da verfehlt. Meine Güte, das lange Homing. So. Die wären halt so einfach zu bekämpfen. Könnte ich die einfach mit dem Schwert bekämpfen. Aber die kämpfen leider selber sehr gerne auf Fernkampf. Zum einen. Und zum anderen haben die halt einfach eine mega Reichweite. Was lag hier noch rum? Achso, die scharlachroten Knospen. Aber gut, da hinten waren wir, glaube ich, sogar schon. Guck mal, wo mich das hier hinführt. Auch nach oben wieder. Der könnte auch nach hinten schießen und würde dich treffen. Ja. Die haben echt eine... Wo bin ich jetzt schon wieder gelandet? Die haben echt eine sehr freche Reichweite. Alle Wege führen nach oben. Da geht's auch wieder raus. Jetzt bin ich mir nicht mehr ganz so sicher, wo ich jetzt eigentlich vorhin mal reingeschaut habe. Na, verdammt. Junge. Geil. Einmal hier drin baden erstmal. Okay, der hat mich einfach komplett aus dem Leben gekombot. Der braucht einen Snickers, ja. Deswegen kämpfe ich gegen die gar nicht mal so gerne. Die sind super nervig. Moment, nee, nicht hier lang. Wobei, doch hier lang. Ich noch mal gucken, wo... Was? Was? Wieso hat er mit einem Angriff gerade mein Pferd einfach ge-one-hitted? Was? Einfach das Pferd gesprengt, ja. Okay, Junge. Übertreib mal. Aber für das Pferd echt der super Gaul. Yikes. So, schicken wir das erstmal wieder runter. So. War das hier das mit den komischen Vogelmenschen und der Hütte? Genau. Und dahinter war ja der Rot Place, wo wir gerade eben waren. Lass mich da jetzt einmal schauen, wo genau ich da drin lande. Ah, direkt hier, wo wir gerade hochgefahren sind. Ja, perfekt. Schnell um die Ecke gehen. Item noch mitnehmen. Den Runen möchte ich auch gerne noch einmal mitnehmen und dann hau ich wieder ab. Und tschüss. Heißt aber, der andere Ort, an dem wir da hätten rausgehen können, war ein ganz neuer Ort. Okay. Sieht der Boden aus, als wäre es Lava. Verrottete Lava, wenn dann. Na gut, hier ist sonst nichts weiter. Oh, nice. Okay, direkt mal ein Bossnebel hier. Nee, da gehe ich aber jetzt erstmal nochmal runter und gucke mir noch die andere Stelle an. Ich hätte dann noch so zwei, drei Orte, die ich mir erst... noch angucken möchte, bevor wir zum Boss gehen. Zum einen erstmal hier runter. Aber wir haben jetzt zumindest den Ort der Gnade direkt vom Boss, von daher ist da der Weg nicht weit. Und da hinten einmal raus. Wo komme ich denn? Aua! Hier hin.
Ah, perfekt. Da, wo wir vorhin auch einmal gestorben sind. So, einmal schnell die Fährte. Geistasche mitnehmen. Ich glaube, mehr war hier aber auch nicht. Außer jetzt die beiden Dudis, die mich killen wollen. Hilfe. Nicht so drauf geachtet, aber wenn ich mich heile, heile ich mein Pferd mit. So, ich weiß, da oben ist dieser komische Schütze. Ich gehe einmal hier runter. Oh, irgendwas ist wieder drauf gegangen. Gucke mal, wo ich hier lande. Ah, bei dem wieder, okay. Das heißt, da haben wir hier auch einmal den Kreis geschlossen. Dann bleibt noch ein Ort, den ich mir noch angucken wollte, und dann können wir hoch zum Boss gehen. Zu 25% immerhin. Oh, cool. Ich dachte immer, die einzige Möglichkeit, den zu heilen, wäre halt durch diese Rovafrüchte, die ich, glaube ich, noch nie benutzt habe. So, irgendwo konnte ich auch noch runterspringen an einer Stelle. Wenn ich jetzt noch wüsste, wo das war. Da weiter hinten? Da konnte ich mich auf irgendwelche Balken runterspringen. Da waren auch noch Items, die würde ich mir nämlich auch noch gerne holen. Was hier? Ja, genau, hier wollte ich hin. So. Nein, 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 nein. Bleiben Sie. Bleiben Sie hier. Definitiv ein Ort, wo ich mit Pferd rumlaufen würde. Ich glaube schon fast, das ist ohne Pferd wahrscheinlich einfacher. Weil dann nicht dieser extra, ich laufe noch mal ein Stückchen weiter nach vorne Satz kommt, aber der Double Jump ist schon geil. Da vorne ist noch ein Aufzug. Wo führt mich der jetzt schon wieder hin? Nach oben oder nach unten? Natürlich nach oben. Wo sind wir jetzt schon wieder gelandet? Oh, bei dem Turm? Waren wir hier schon? Da ist wieder so ein Baum, da ist eine Kirche. Ich habe keine Ahnung, ob wir hier schon waren. Ich gucke mich eben unten noch zu Ende um. Der so weit? Schauen wir mal. Ja, okay. Ignoriert mich einfach. Ich bin gar nicht da. Bin nur hier am Vorbeikommen. Ohne Truhe. Irgendwas Gutes? Der Talisman aller Schmelztiegel. Was macht der denn? Gewährt die Effekte aller Schmelztiegel-Talismane. Okay. Das macht. Die gesprenkelte Halskette, die erhöht alle. Immunität, Robustheit und Fokus erheblich. Also das schwächt meine Verteidigungswerte richtig gut. Was sind denn die Schmelztiegel-Talismane? Ah, da kommen wir wieder zu dem Aufzug. Ich glaube,
glaube, mehr ist hier auch nicht, ne? Wandelt dich in einen Schmelztiegel, dann lässt sich so die Hälfte aller Gegner im Hauptspiel verwirren. Schmelztiegelritter sind immerhin stark. Die können dich echt easy zerstören. Na gut, dann haben wir hier unten zumindest alles schon mal. Und dann jetzt gehen wir mal wieder hoch. Ich muss mal gucken, ob ich irgendwelche Schmelztiegel-Talismane habe, um zu sehen, was es mir bringt. Joa. So. Das sieht interessant aus mit diesen Schattenästen. Im ersten war jeder von denen mein persönlicher Endboss. Im zweiten, wo ich pariere, waren die alle ein Joke. Ja, wenn man irgendwann einfach mal deren Angriffsmuster drauf hatte, weiß man ja, womit man ausweichen kann. Da ging das eigentlich auch voll klar. Die haben immer noch echt wehgetan, aber es ging. Aber ja, im ersten... Ach, hier wäre gerade noch ein Ort der Gnade gewesen. Im ersten waren die echt schlimm, die Schmelztiegelritter. Standen die Effekte in der Beschreibung? Moment. Ach da! Verringert erlittenen Schaden durch kritische Treffer und Kopfschüsse, verbessert die Effektivität von Ausweichrollen und Schritten zurück, erhöht jedoch auch den Schaden in allen Situationen. Okay. Na dann. Nichts, was es mir wert wäre, dass ich so viel mehr Schaden fresse. So, wo führt mich der Weg denn jetzt hin? Nette Begrüßung, ja. Das dachte ich. Wow, wunderschön runtergefallen. Das dachte ich mir auch gerade mit der Begrüßung. Gucken wir uns erstmal hier noch ein bisschen. Ob der mich immer noch one-hitten kann? Also ich würde es jetzt nicht ausprobieren. Ich frage mich das nur. Was hat er da gerade getötet? Ein paar Vögel. Der arme Vogel! Vielleicht wäre es smart, wir gehen erst zu diesem Golem da hinten und hauen den einmal weg und dann gucken wir uns hier weiter um. Oh, ich komme gar nicht so weit. Frech. Kannst du mich von hier aus treffen? Wahrscheinlich ja nicht, oder? Wobei, da wäre ich mir jetzt gerade nicht mehr ganz so sicher. Nein. Da wird ja leider deine Größe gerade zum Verhängnis. Ob man die vergiften kann? Ich würde spontan nein sagen, weil das ja quasi ein Steingolem ist. Ja, das kann jetzt ein bisschen dauern. Probier jetzt nochmal die Giftpfeile so lange aus, bis meine Ausdauer leer ist. Aber ich würde mal behaupten, wahrscheinlich kein Gift möglich. Zeit für einen neuen Kakao. Ja, das kann jetzt so 5 Minuten vielleicht dauern, bis wir hier fertig sind. Was war das für ein Geräusch? Ne, da ist nichts hinter mir. Oh ja, das macht schon ein bisschen mehr Schaden. Mit dem Skill. Dann geht das auch ein kleines bisschen schneller.
Suddenly Drache hinter dir. Es wird mich nicht mal wundern. Als ob ich da irgendwie noch rechtzeitig hochkommen würde. Oh shit. Nein, jetzt ist der näher dran, wie frech! Du mich hier? Wahrscheinlich ja. Kannst du wieder da hinten hin zurückgehen, wo du eben warst? Machen wir das mal ein bisschen sicherer jetzt. Wäre nicht so blöd umgefallen, hätte ich jetzt einfach ganz easy noch weitermachen können wie eben. Solange ich seine oder Pfeilspitze nicht sehe, ist alles gut. Das einzige Ding, was ich nicht sehen möchte. So. Jetzt können wir uns ja auch in Ruhe umschauen. Und irgendwo weiter hinten ist dann noch so ein zweiter Dude. Der dann meint, hallo! Wo kommst du denn plötzlich her? Bist du der zweite Dude?